Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht's um Mandelsteine. Ja, was um Gottes Willen sind Mandelsteine? Gut, die, die es schon wissen und hiernach gesucht haben, wissen, was es ist. Die, die jetzt hier vielleicht zufällig drüber gestolpert sind. Mandelsteine sind kleine Ablagerungen in unseren Mandeln, in den Rachenmandeln, die tatsächlich wie so kleine Steinchen aussehen, 1 bis 10 mm groß. Ist relativ verbreitet in der Bevölkerung. Viele Menschen haben das. Je ältere Menschen haben das mehr, jüngere Menschen weniger. Und man kann sie entweder entfernen lassen, diese Mandelsteine, oder man kann das auch selber machen. Was ist da und wie das geht, darum geht es jetzt in dem Video. Okay, zunächst mal, was sind Mandelsteine, was machen die? Erster Hinweis, ob ihr Mandelsteine habt oder nicht, den kann euch euer Partner geben, indem ihr ihn fragt, ob ihr stinkt. Mundgeruch ist eins der häufigsten Folgen von Mandelsteinen. Warum, erkläre ich gleich, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da bitte, seid mit eurer Umgebung immer klar. Also schämt euch nicht dafür, sondern sagt bitte euren Partnern, Freunden, Ausgesuchten, muss nicht jeder wissen, und auf der Arbeit vielleicht, dem einen oder anderen vertrauten Kollegen, dass sie euch sagen, wenn ihr aus dem Mund stinkt. Weil das ist natürlich was, das traut sich normalerweise niemand zu sagen, aber wenn die Leute die Erlaubnis haben und ihr vielleicht auch darauf hinweisen können und sagen können, hey, ich habe da so ein Problem mit Mandelstein, und wenn da wieder einer ist, kann es sein, dass ich rieche, ich merke das selber nicht, bitte sagt mir das. Das wäre für euch und für alle eine Riesenhilfe, weil ihr dann einfach wesentlich leichter habt, umzugehen mit eurer Umgebung. Okay, aber jetzt wieder zurück zu den Mandelsteinen. Was ist das? Mandelsteine sind oder entstehen in den Furchen und tiefen Küfen von den Mandeln. Je nachdem, wie die Mandeln anatomisch aufgebaut sind, das kann angeboren sein oder erworben durch Erkrankungen, durch Rachenentzündungen etc., dass die Mandeln sich verändert haben und einfach tiefere Furchen entwickelt haben. In diesen Furchen sammelt sich Abfall, und zwar zellulärer Abfall, also Zellreste, Reste vom Immunsystem, abgestorbene Zellen, dann die Schlacken, die sich aus dem Lymphsystem in den Lymphknoten sammeln. Es kann sein, dass Essensreste da sind, ja, irgendwelche anderen Stoffe, die aus der Umwelt kommen. Also es ist ein Sammelsorium an verschiedenen Substanzen, meistens irgendwie Eiweiße, Proteine, organische Verbindungen auf jeden Fall, die dazu führen, dass sich das da sammelt. Und dann ist eben das Nächste, was noch dazu kommt, sind Bakterien, die Aufgabe sich gemacht haben, diesen Müll aufzuräumen. Und in dem Prozess fängt das Ganze an zu verkäsen. Also ähnlich wie bei der Käseentwicklung sorgen die Bakterien dafür, dass die Mandelsteine so eine Art käsige Masse sind, die natürlich entsprechend stinkt. Und wenn jetzt noch Calciumsalze hinzukommen, dann verhärtet sich das Ganze und dann wird das zu so einem kleinen Steinchen. Es können auch mehrere sein, die man teilweise auch richtig sehen kann. Und das ist jetzt das Problem. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Guckt man in die Schulmedizin, dann wird versucht, das zu entfernen. Also der HNO, der nimmt die Mandelsteine raus, oder na, das macht eher der HNO, nicht der Zahnarzt. Und ab einem gewissen Wiederholungsrate wird oft empfohlen, die Mandeln zu operieren. Und zwar wird dann eine Teilektomie gemacht. Das heißt, es wird die Mandel abgeschliffen, wenn man es ganz grob sagen will. Sie wird geglättet. Also diese tiefen Furchen werden quasi weggeschnitten, sodass am Ende eine glatte Mandel da ist, wo sich nichts mehr sammeln kann. Das ist der Versuch, dem Ganzen Herr zu werden und zu helfen. Was dann hier aber völlig übersehen wird, sind die Hintergründe aus der Naturheilkunde, nämlich die eigentlichen Ursachen. Und dazu muss man zwei oder drei Dinge wissen. Zum einen, die Mandeln gehören zum lymphatischen System. Das lymphatische System besteht aus Lymphknoten, überall im Körper verteilt, und Lymphflüssigkeit, die überall im Körper rumschwimmt, vom kleinen Zeh bis zum Ohrläppchen. Diese Lymphflüssigkeit, das ist exakt die Flüssigkeit, in der zum einen Stoffe aus dem Darm hereinkommen, Nährstoffe, Vitamine, Mineralien, aber auch Stoffe aus den Nahrungsmitteln, die vielleicht nicht so optimal sind. Gifte kommen da rein, ja, Schwermetall, Leichtmetall, all die ganzen Sachen sammeln sich dort, Bakterien, Viren, unser Immunsystem, alles ist in dieser Lymphflüssigkeit. Und die ganzen Abfälle, die aus den Zellen kommen, alles, was die Zellen nach ihrer Tätigkeit nicht mehr brauchen, schieben sie auch in die Lymphflüssigkeit.
Das heißt, diese Flüssigkeit ist letztendlich auch verbunden mit unseren Rachenmandeln. Ist also diese Flüssigkeit entsprechend dreckig, dann sind auch die Rachenmandeln mehr in Gefahr, dass sich da dieser Dreck aussondert. Was verdreckt die Lymphflüssigkeit? Na, das eine sind eben die ganzen Umweltgifte. Das heißt, hier ist wichtig, eine vernünftige Entgiftung zu etablieren. Und das andere ist Dreck in Anführungszeichen aus der Ernährung, nämlich Nahrungsmittel, die dazu führen, dass das Lymphsystem verschleimt, verklebt und nicht mehr richtig fließt. Und das sind vor allen Dingen die Milchprodukte, Tiermilchprodukte. Dann aber auch die anderen tierischen Lebensmittel, Fleisch, Fisch und tatsächlich auch nicht selten das Gluten. Weizen vor allen Dingen, aber nicht selten das Gluten. Alle unsere Rachenmandelpatienten reagieren da mit Blockierungen drauf auf diese verschiedenen Lebensmittelgruppen. Und die besten Erfolge haben wir bei einer Umstellung auf eine pflanzenbasierte Ernährung mit gutem Gemüse, hin und wieder Obst, Kräutern, guten Nüssen und Fetten, Avocado etc., guten Ölen, ja, guten Olivenöl und gutes Kokosöl, Hülsenfrüchte, also einfach eine gute, gesunde, im Grunde vegane Ernährung. Eier sind allerdings erlaubt hin und wieder, das kann man essen. Und da ist es wichtig hinzuschauen und die Umstellung zu machen. Und dann verschwinden oft Mandelsteine relativ schnell von alleine. Hinzu kommt aber eben die Entgiftung, die nötig ist, dass man dem Lymphsystem hilft, diese ganzen Schlacken loszuwerden. Und es kommt der zweite große Punkt, das sogenannte Mikrobiom. Denn die Bakterien, die das Ganze machen, sind verbunden mit den Bakterien im ganzen Verdauungstrakt. Und wenn in meinem Verdauungstrakt Gärung oder Fäulnis entsteht, auch wieder meistens durch die falsche Ernährung, dann habe ich das Ergebnis auch im Rachen. Und diese falschen Bakterien gilt es eben zu dezimieren. Das macht man mit Präbiotikern, Probiotikern, der Entgiftung, dieser Ernährungsumstellung und all den Dingen. Und dann ändert sich dieses Milieu der Bakterien und sie sind wieder weniger und machen nicht mehr diese Mandelsteine. Die Mandelsteine selber, wenn man jetzt akut drinsteckt, ja, diese Umstellungsprozesse brauchen ein bisschen Zeit, sollte man aber auf jeden Fall angehen. Wichtig ist bei den Umstellungsprozessen zu wissen, was tut man. Das eine ist die Ernährung, das kann man jederzeit machen. Bei der Entgiftung, bei Mikrobiom, bei den ganzen verschiedenen Stoffen, die gebraucht werden, ist es wichtig nachzutesten. Da am besten, wir empfehlen immer unser Praxis-Family-System. Damit lernt ihr diese Testung und dann könnt ihr das machen und noch viel mehr. Aber das könnt ihr eben auch testen, was da genau gebraucht wird. Aber was noch gemacht werden kann, ist eben, dass man diese Mandelsteine entfernt. Je weniger Steine, desto weniger Gestank. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist der HNO und das andere ist tatsächlich, dass man das auch zu Hause einfach machen kann. Es gibt so Sets für die Mandelsteinentfernung. Am besten so eins besorgen. Da habt ihr dann verschiedene kleine Stäbchen drin und so Saugglocken und Spritzen zum Spülen. Also das ist eine Möglichkeit. Und eine andere gute Möglichkeit für Akutbehandlungen sind vor allen Dingen Mundduschen. Also Mundduschen mit so einem Strahl, mit so einem Wasserstrahl, dass man dann regelmäßig diese Mandeln quasi sauber hält und versucht, diese Reste, die sich dort sammeln, wegzuspülen. Und zum anderen aber auch das Gurgeln. Und Gurgeln kann man mit verschiedensten Sachen. Ganz einfach wäre die Salzsohle. Xylit ist sehr gut. Das Xylit ist antibakteriell in Anführungszeichen. Bestimmte Bakterien, die das machen, fressen Xylit und sterben dran. Das ist interessant. Also das kann man machen. Dann gibt es verschiedene ätherische Öle. Ja, Salbeiöl, Thymianöl, Teebaumöl. Damit kann man eine Mischung machen und das Gurgeln. Ist auch eine gute Möglichkeit. Ein Favorit, den wir gerne erwähnen, ist ein sogenanntes Mundwasser nach Dr. Klinghardt. Da ist drin Propolis unter anderem und Zistrose. Und das ist deswegen so gut, weil Propolis antibakteriell wirken und die Zistrose wirkt biofilmlösend. Denn die Biofilme, das ist genau das, was wir auflösen wollen. Ja, diese Masse, diese käsige Masse ist nichts anderes als ein lebendiger Biofilm, voll mit Bakterien. Und ja, was habt ihr noch für Möglichkeiten? Ihr könnt theoretisch noch den Mund spülen mit so klassischen chemischen Mundwässern, aber das empfehlen wir nicht. Damit macht ihr wieder irgendwelche anderen Dinge kaputt. Also bleibt besser bei den natürlichen Stoffen. Okay, und wenn ihr das alles macht und umstellt, dann verschwinden auch die Mandelsteine, werden wesentlich weniger, bis sie irgendwann gar nicht mehr auftauchen und dann seid ihr wieder auf der gut riechenden Seite des Planeten. In dem Sinne, liebe Grüße und bleibt gesund. Wenn ihr Lust habt, folgt uns auf Instagram, da gibt es noch viel, viel mehr. Oder kommt in unsere Akademie und schaut, was wir dort zu bieten haben. Links alle hier unter der Beschreibung. Liebe Grüße, ciao.